Trainer Mirko Slomka ist mit dem Ziel angetreten, den HSV auf Platz 15 zum Klassenerhalt zu führen. Torwart René Adler wäre sogar schon mit einem Relegationsplatz zufrieden. Doch viele trauen dem HSV nicht mal das zu. Wir haben noch Bayern, Hannover, Mainz, offen, Augsburg. Das wird schwer. Wie es jetzt aussieht, wird er absteigen. Ich befürchte, im Moment sieht es nicht gut aus mit der Rettung der ersten Bundesliga. Obwohl wir natürlich gerne hätten, dass der Dino in der Bundesliga in der ersten verbleibt. Ne, Maximilian? Vor gestern oder so, ich habe auch was verloren. Wir haben alles gewartet, dass sie wieder was Schönes für uns tun und so. Aber leider haben wir uns ein bisschen traurig gemacht. Wir steigen nie und niemals ab. Niemals. Niemals? Niemals. Die werden es schaffen. Die werden nie absteigen. Sie werden die anderen Vereine schon für sorgen. Haben wir beim Dortmund gesehen. Das war ein gemachtes Spiel. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das war gekauft, das Spiel, meinen Sie? Nicht gekauft, aber da war, das haben die sich schon so gedacht. Haben Sie einen kleinen Moment Zeit? Was geht's, mein Freund? Wir machen eine Umfrage zum HSV. Fußball. Fußball. Ich bin Bayern-Fan. Sie sind Bayern-Fan? Ja. Yeah. Ja, das ist aber ganz schlecht in Hamburg. Ich weiß, aber ich komme ja gar nicht hier aus Hamburg. Sondern was meinen Sie denn? Wird der HSV absteigen oder wird er es schaffen, in der Bundesliga zu bleiben? Ich glaube, der steigt ab. Der steigt ab? Wirklich, ja. Sieht schlecht aus. Ja? Wenn Sie Bayern-Fan sind, wie wird denn das Spiel gegen HSV ausgehen? Dann sollen sie mal gewinnen, die HSVer. Ja? Ehrlich. Das können Sie als Meister verkraften. Ich kann das, ja. Wir kommen 20 Punkte Vorsprung. Wir können das verkraften. Wir drücken die Daumen und hoffen das. Und wenn nicht, dann soll es so sein. Dann haben sie verkackt, auf Deutsch gesagt. Ja. In einer Umfrage auf abendblatt.de glauben von mehr als 1000 Usern nur 15% an einen direkten Klassenerhalt. 33 meinen, der HSV muss in die Relegation. Und die Mehrheit rechnet sogar mit einem Abstieg des Bundesliga-Dinos.